zusammen. Also, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber mein Name ist Cassandra. Und heute bin ich etwas sauer auf mich selber. Denn, ich hoffe, ihr versteht mich, denn meine Nase ist ein bisschen zu, bin ein bisschen erkältet. Aber ich denke, es reicht, um das, was ich sagen will, zu sagen. Ja, ich war gerade einkaufen. Und auf dem Nachhauseweg war ich ziemlich wütend auf mich selber und habe so ein bisschen Gedankenspiel gemacht über meine innere Einstellung, über mein Leben und wie ich mit anderen umgehe. Ich habe eigentlich so gedacht, ich mache bei dem Standarddenken nicht mehr mit und habe mich eigentlich für einen ziemlich toleranten und offenen Menschen gehalten. Wurde heute eines Besseren belehrt und bin schwer schockiert über mich selber. Also, ich fahre also einkaufen und dann sitzt vor dem Einkaufsladen so Penner und bettelt nach Geld. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, dann ging mir so durch den Kopf, der soll doch arbeiten gehen, dann hat er Geld. Dann ging mir als zweites so durch den Kopf, dem gibst du kein Geld, der versäuft das eh alles nur, das unterstützt du nicht. Und es ging mir dann so mein Mangeldenken, ich habe zu wenig, um zu teilen. Und als ich so einkaufen ging, ging mir erstmal durch den Kopf, steht mir erstens mal überhaupt gar nicht zu, andere Leute zu verurteilen. Ich möchte nicht verurteilt werden von anderen, also sollte ich das auch nicht tun. Und in dem Augenblick, wo ich diesen Menschen, wo ich denke, er soll doch arbeiten gehen, oder nehme ich mir schon zu viel raus, denke ich, meine ich. Denn wenn ich mir mal so überlege, weiß ich, warum dieser Mensch sich aufgegeben hat und jetzt dort sitzt und bettelt. Ich denke, dass da schon eine ganze Menge Schicksalsschläge hinterstecken, dass sich jemand so aufgibt. Deswegen ist so eine Verurteilung, der soll doch arbeiten gehen, mal eben schnell dahin gesagt. Wenn wir die persönliche Situation nicht kennen, können wir uns da keine Gedanken drüber machen. Darf ich auch nicht. Zweitens, der versäuft sein Geld ja eh nur. Das war so ziemlich erschreckend, als ich dann überlegte, Cassandra, Cassandra, wann würdest du dein ganzes Geld versaufen? Ja, wann würde ich das tun? Ich denke, wenn ich dieser Mensch wäre, müsste ich den ganzen Tag saufen. Denn wie fühlt man sich wohl, wenn man irgendwo am Straßenrand sitzt, kein Geld hat, keine Freunde hat, die einen unterstützen? Und wenn ich so sehe, wie die Menschen dann also daran vorbeilaufen, sie verachten ihn, sie verurteilen ihn. Und wenn ich nun dieser Mensch wäre, müsste ich wirklich den ganzen Tag saufen und Drogen nehmen, um diese verachtenden Gefühle, was das in mir auslöst, überhaupt ertragen zu können. Also ist es auch kein Wunder, dass er oder dass jemand sich zusäuft. Ich meine, wann trinkt man, um seine Gefühle zu... Ich meine, jeder trinkt mal in der Krise, oder? Wer hat schon mal Frustsaufen gemacht? Jeder kennt's. Und wenn jemand das jeden Tag macht, was muss wohl in ihm vorgehen? Wie muss er sich fühlen? Und ja, ich fand es ziemlich traurig, dass ich genauso gedacht habe und genauso ihn abgestempelt und verachtet habe für das, ja, dass er da dort sitzt und bettelt. Gut, das haben wir jetzt durchgekaut. Ich denke, die Message ist bei allen normal denkenden, schlauen Menschen angekommen. Ich denke, erstens mal sollten wir uns kein Urteil über andere und mal überlegen, wie wir uns selber fühlen. Also, bevor wir andere Menschen verurteilen, sollten wir die Lebenslage kennen und uns auch in den Menschen reinfühlen. Das habe ich heute Morgen dann mal nicht getan, habe mich eines Besseren belehrt. Punkt 3. Meine Einstellung, ich habe kein Geld, ich kann nicht teilen. Also, dann habe ich mal so ein bisschen nachgedacht auf dem Weg nach Hause. Ich hatte also heute Morgen 2,60 € über zum Lotto spielen. Da ich immer noch Raucher bin, hatte ich sogar 6 € über für Zigaretten. Der Mensch braucht eigentlich nur Wasser und Brot, um zu überleben. Ich hatte aber sogar noch fast 1,50 € um Schokolade zu kaufen. Und da ich heute Abend einen Videoabend mache, habe ich sogar noch eine Flasche Sekt gekauft. Ist auch ein Luxusartikel. Also hätte ich hochgerechnet, bestimmt 10 €, wenn ich das alles zusammennehme, die ich hätte spenden können, die ich ihm hätte geben können.
Ob es nun versäuft oder nicht, ist scheißegal, aber ich hätte das Geld gehabt, um ihm etwas zu geben. Und ich denke, dass es allen Menschen auf dieser, zumindest in Deutschland, sehr gut geht. Es kann mir keiner erzählen, er ist arm. Wir haben alle Geld, um auf die Kirmes zu gehen, um im Freizeitpark zu gehen, um uns Currywurst mit Pommes zu kaufen, um uns Alkohol zu kaufen, um zu rauchen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Wir haben genug Geld. Wir haben ein Dach über dem Kopf und wie ich wohne auf dem Land, fast alle haben hier ein Haus. Und ich bin eigentlich schon die Ausnahme und habe nur eine Wohnung. Ich denke, wir hätten alle mal 50 Cent, um zu teilen. Und auch ich werde das nächste Mal zumindest 5, 20, 50 Cent oder auch mehr, je nachdem, ob es Anfang, Mitte oder Ende des Monats ist, um zu spenden. Ja. Und jetzt habe ich mich eigentlich schon ein bisschen beruhigt, mir geht's besser. Ich bin nicht mehr so ganz sauer auf mich, weil ich wusste das halt nicht besser oder ich wusste es eigentlich schon besser und habe mich jetzt eines Besseren belehrt, habe das Ganze jetzt mal in so einem Scheißvideo zusammengepackt, was ich jetzt in die Welt schicken werde, in der Hoffnung, dass wir aufhören, in unserer Gesellschaft andere Leute immer zu verurteilen, zu beurteilen oder ihnen sogar zwanghaft einzureden, sie wären nicht normal und wie das nun mal alles so ist. Dazu möchte ich noch anhängen, gestern Abend mal wieder so einen Krisenfilm geguckt, à la Independence Day. Irgendwie fangen wir Menschen immer erst dann an zu überlegen und unseren Nächsten zu lieben oder den Menschen zu sagen, dass wir sie lieben, wenn es schon zu spät ist. Also wie viele Leute sagen ihren Angehörigen, ich liebe dich, erst dann, wenn sie im Sterbebett liegen. Sieht man oft im Film. Und da mache ich nicht mit. Nein. Die Welt soll ja 2012 untergehen. Und ich finde, wenn die Welt wirklich 2012 untergeht, dann wäre es jetzt an der Zeit, deinen Menschen zu sagen, dass du sie lieb hast. Und an dieser Stelle sage ich allen Abonnenten, die ich habe, was noch nicht viele sind, an alle E-Mailer, die mir schreiben und sagen, dass ich lieb und nett bin. Danke, 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 das tut mir gut. Und ich schreibe euch auch allen gerne zurück. Und jetzt wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Tschüss.